mir jetzt wieder unsicher. Müsste ich nachgucken. Ich würde einfach sagen, begeben wir uns in das freie Spiel. Wählen einfach die Hauptcharaktere aus. Beziehungsweise einen Hauptcharakter. Der Rest wird uns ja zugeschrieben. Und damit beginnt der offizielle 100% Run von Lego Harry Potter. Ja, jetzt erst beginnt er. Wir werden wenden uns im ersten Jahr zu in der freien Geschichte. Oder im freien Level. Wir haben, drücke im freien Spieltaste 5 oder 6, um, ja, wunderbar. Um einen anderen Charakter auszuwählen. Ah, wir können jetzt so dadurch switchen. Ja, die wichtigsten Charaktere für dieses Level sind dabei. Unsere Aufgabe ist es, wenn ich mich richtig erinnern kann, ja klar, wir haben den Schüler in Gefahr gerettet, wir haben 100% gesammelt, wir müssen nur noch die vier Teile von Hogwarts sammeln. Und da heißt es natürlich so ein bisschen auch danach zu suchen, ne? Wo die sich verstecken könnten, denn das habe ich jetzt mal so partout gar nicht mehr im Sinn. Aber hier sieht man schon, dass wir uns, ja komm, heb mich hoch. Heb mich hoch! Kann ich mich selber hochheben? Nein, geht nicht. Solange wie ich da drauf bin, kann ich nicht... Finde ich im Übrigen sehr klasse, dass ich dann nicht da hoch kann. So, machen wir das halt eben so mit ein bisschen hin und her gewechselt. Und jetzt wird uns hier nochmal erklärt, dass wir hier so markierte Lego-Objekte aufheben können und sowas alles. Aber ich meine, hier im ersten Raum war ja auch schon das erste Teil von Hogwarts. Also zaubern wir alles an, was es hier erstmal so derzeit gibt. Räumen euch mal kurz beiseite. Ich weiß eben gerade nicht mehr so wirklich, wo sich das versteckt. Mal, seht doch mal zu, dass ihr hier Land gewinnt, hm? Was haltet ihr denn davon? Lasst mich doch mal hier bitte in Ruhe die Teile von Hogwarts. Eins von zwei? Ah. Da machen wir zwei von zwei raus. Ich weiß noch nicht mal, wen wir eben gerade als Spielfigur haben. Aber damit haben wir dort oben das Teil von Hogwarts. Jetzt ist natürlich nur die Frage, wer kann da hoch? Kann der Schnuffelpuffel hoch? Nein. Auch nicht. Die können alle nicht hoch genug springen. Aber wir können uns hier eine Leiter zusammenbauen. Warum habe ich das denn beim letzten Mal nicht gemacht? Oder was heißt beim letzten Mal? Am Anfang des Spiels habe ich das wohl etwas verpennt. Damit haben wir schon zwei Teile von Hogwarts. Und ich bin echt gespannt, was passiert, wenn wir alle drei Teile mal zusammen haben. Ich glaube auch nicht, dass hier noch ein weiterer Teil ist. Deswegen gehen wir erstmal durch die Tür in die Winkelgasse, um hier herauszufinden, wo hier das nächste Teil ist. Und die Stutz sammle ich jetzt zwar auch noch mit ein, aber nicht mehr so exzessiv, wie ich sonst gemacht habe, weil auf die kommt es jetzt nicht mehr an. Kommt jetzt eher darauf an, dass wir alle komplettieren. Da kann ich mich ja noch so an ein, zwei Level erinnern, fast bescheuert geworden bin, weil ich da die Teile nicht sammeln konnte. Hallo? Ah, da haben wir nochmal das Teil gekriegt und weil wir das ja schon hatten, haben wir deswegen einfach nochmal einen Stutz gekriegt. Okay, das hin und her zu drehen bringt nichts weiter. Also nicht nur irgendeinen Stutz, sondern einen blauen Stutz. Ja. Alles jetzt absuchen. Könnten wir uns dann wieder das Teil aufsetzen, aber das will ich gar nicht. Achso, hier haben wir wieder unsere Putzmaschine. Nein, nein. Ja. Oh, bringt das was, wenn ich hier putze? Vielleicht putze ich ja einen Teil frei oder so. Wir putzen. Wir putzen die ganze Winkelgasse, bis das hier alles sauber ist. Geht mal weg da, ihr habt alles dreckig gemacht. Ah, ihr macht alles dreckig, ihr seid so Schweinchen. Zauberer sind ganz schön Schweine. Muss man einfach mal so sagen.
Ah, hier leuchtet ja schon was. Ah nee, hier können wir uns ja, hier können wir uns einen Trank brauen. Ha, vielleicht brauchen wir den ja irgendwo für. Mit dem Teil kann ich nicht springen. Doch, ich kann abspringen, aber das war's auch. Ha. Okay. Gucken wir erstmal weiter. Weil wir brauchen anscheinend Hagrid. Wofür, keine Ahnung. Aber er ist mit in die Auswahlliste gekommen. Um das Level hier zu, komplettieren, ja. Oh, das kann ich auch steuern. Und du springst einfach so hin und her. Ah! Raufschwingen. Zurück, zurück. Ja, noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Ah, verdammt, nicht raufgekommen. Aber müssen wir ja eigentlich auch so runterholen können, na klar. So. Hier noch ein Teil von Hogwarts drin. Ey, hier können wir ja eine ganze Sprungparade machen. So, bitte heben Sie mich an. Danke. Denn hier oben haben wir den Schüler in Gefahr schon gerettet. Holen uns nochmal den Stutt. Und sonst können wir hier oben auch nichts weiter holen. Aber man muss, glaube ich, auch noch irgendwie hier oben drüber kommen können. So sieht das Ganze zumindest aus, weil da hinten sind ja noch ein paar Stutz, die ich sammeln könnte. Das sind nicht allzu wenige. Ah! Ich sehe schon, was sie von mir wollen. So. Ja. Rette die Katze. Keine Ahnung warum, aber... Au, ey. Hallo? Setz doch einfach mal... Okay, Hermine ist ihm gerade strunzdoof. Ja, Hermine ist strunzdumm. Normalerweise muss sie hier nur ihren Zauber einsetzen, dass die Teile da verschwinden, aber das will sie irgendwie nicht. Und, ja, dann halt eben nicht. Wenn ich will, der hat schon. Anscheinend ist das auch nicht wichtig. So, Zaubertrank-Zutat aufheben. Nein, reinschmeißen. Nummer 1 von 2. Gib mich her. Na, komm her. Nummer 2. Keine Ahnung, wofür wir jetzt die Zaubertrank-Zutaten brauchen. Aber irgendwo hier muss auch noch ein Eis liegen. Ja, wahrscheinlich am besten hier drinne. Ja, klingt sinnvoll so ein bisschen. Und... Achso, das war dieser Explosionszaubertrank. Ja, in die Bank will ich jetzt ja eigentlich noch nicht, ne? Muss ja hier noch nachgucken. Ob es noch irgendwo was gibt. Aber das sieht derzeit schlecht aus. Dann haben wir hier anscheinend doch alles. Also auf zum nächsten Levelbereich. Hagrid, zieh mal. Mach mal auf. Hier haben wir eine Uhr. Die wir direkt erstmal zum Laufen bringen. Ja. Wäre schön, wenn das Spiel irgendwie so Hinweise geben würde. Hey, hier hast du was vergessen. Da musst du was holen, so. Ah, das würde das Ganze etwas vereinfachen, weil so bin ich natürlich jetzt jede Ecke 50 Mal am Untersuchen. Wahrscheinlich auch nochmal die Ecken, die ich schon untersucht habe und schon, wo ich alles schon mitgenommen habe. Und das wird für euch dann auch eventuell ein bisschen langweilig nach der Zeit. Genauso wie für mich ebenfalls. Aber ich muss hier natürlich alles untersuchen. Sonst geraten wir in... Nein, sonst vergessen wir was. So, 8 von 8. Und nichts passiert, wunderbar. Hat sich gelohnt, schon mal das wieder alles auszulösen. Aber hier können wir was Schönes machen. Nämlich das Tor öffnen. Und dadurch machen wir uns einen Bereich frei, wo wir dran ziehen können. Das ist ja geil. Ah, noch ein Teil von Hogwarts. Naja, damit. Ja, fehlt nur noch eins. Jetzt ist natürlich die Frage, wo habe ich das letzte Teil von Hogwarts vergessen? Sowas liebe ich ja. An sowas habe ich ja immer Spaß. So, bitte beweg uns so. Ach. Hagrid ist zu dick. So, dann machen wir das halt eben so rum. Wenn es denn nicht anders sieht.
Also ein Teil von Hogwarts. Okay. Wo ist das jetzt? Ja, machen wir hier noch ein bisschen Hühner-Action. Fackel-Action. Und alles nix Action. Dann gibt es nur noch eine Sache, die wir erledigen können. Mir auf Hagrid wechseln und zum kleinen Gnom werden. Um mir aufzuschließen. Nee, geht's doch in den nächsten Levelbereich, oder? Nee, doch nicht. Nee, nee, nee. Sonst haben wir immer mit dem anderen Gnom gesprochen.